There will be other ETFs for sure. An XRP but, one? There will be other ETFs for sure. but an XRP one? I love this game we play. In dem Sinne, moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir werden heute mal auf das Treffen in Davos reagieren, beziehungsweise auf den Vortrag oder das Interview von Brad Garlinghouse. Er gibt dort einige spannende Interna bekannt, unter anderem spricht er über den IPO und über einige andere Themen. Ich habe das ganze Interview am Stück auch noch nicht gesehen, ich habe nur einzelne Auszüge davon gesehen, deshalb freue ich mich umso mehr, das jetzt mit euch gemeinsam anschauen zu können. Bevor wir allerdings damit starten, gibt es einige spannende und brisante Neuigkeiten bezüglich unserer ISO-Coins, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, Hedera und Algorand. Schließen sich zur D-Rag Alliance zusammen. In einer wichtigen Entscheidung hat der Hedera-Rat erst einmal Hedera sehr viel neue Liquidität verschafft. 4,86 Milliarden H bei einem Wert von 408 Millionen Dollar wurden freigegeben. Die Zuweisung zielt darauf ab, die laufende Entwicklung zu stärken und den Weg zu einer stärkenden dezentralen Governance einzuschlagen. Also Thema Dezentralisierung soll forciert werden. Und des Weiteren haben sie eine Partnerschaft mit Algorand gestartet. Und zwar hat die HBAR Foundation mit der Algorand Foundation die D-Rag Alliance ins Leben gerufen, dass die Wiederherstellung digitaler Vermögenswerte schaffen soll. Die Initiative verdeutlicht die Zusammenarbeit und Synergie zwischen den Ökosystemen von Hedera und Algorand und bekräftigt uns alle nochmal darin, dass wir sagen, dass die ISO-Coins alle miteinander zu tun haben und auch wenn sie auf den ersten Blick komplett verschiedene Bereiche angehen, haben sie unterm Strich überall irgendwie eine Connection. Und um das nochmal zu unterstreichen, ich denke, die meisten von euch wissen, was für einen Stellenwert dieses World Economic Forum-Treffen hat in Davos. Jedes Jahr treffen sich die Finanzelite und die Spitze der Welt in Davos, um gemeinsam die Zukunft zu besprechen. Ja, so was ganz genau hinter verschlossenen Türen passiert, wissen wir nicht. Aber hin und wieder gibt es einige Auszüge, so zum Beispiel gleich das Interview von Brad Garlinghouse. Ripple wiederholt mit dabei und das spricht meiner Meinung nach auf jeden Fall Bände. Denn auch wenn der Kurs nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, und das tut er ja sowohl bei XRP als eben auch bei Hedera und Algorand nicht so wirklich geil, sehen wir einfach, was hinter den Kulissen passiert und dass ja einfach kranke Fundamente geschaffen werden und geschaffen wurden in der Vergangenheit. So war zum Beispiel auch Hedera dieses Jahr wieder einmal mit dabei. Ihr erinnert euch, letztes Jahr hatten sie ihr eigenes Hedera House 2023 und sind wieder mal ein Teil des Treffens in Davos, so zum Beispiel auch auf der offiziellen Homepage von Hedera. Im Steigenberger Icon Grand Hotel Belvedere findet das Ganze statt und ich finde das ziemlich bemerkenswert, denn auch wenn, wie gesagt, der Kurs nicht so läuft, wie man sich das wünscht, hat das eine ja nicht unbedingt mit dem anderen zu tun. Wir wissen, wir sind in spekulativen Zeiten. Hier kann auch gerne mal Meme-Coin oder Shitcoin X100 machen. Also es geht nicht wirklich darum, ob wirklich Reallösungen geschaffen werden, sondern momentan geht es vor allem darum, welches Projekt hat Momentum, welches Projekt performt gerade gut, weil zum Beispiel die Leute in FOMO geraten oder weil es vielleicht irgendwelche technischen Errungenschaften gibt, wie Updates oder ähnliches. Während auf der anderen Seite natürlich, wenn man langfristig Lösungen anbieten und auch loswerden will, natürlich auch Netzwerken sehr wichtig ist. Und ich glaube, wenn man sich in Davos mit der Finanzelite, den Regierenden und der Spitze der Welt vernetzt, dann ist das definitiv eine krasse Weiche, die für die Zukunft gestellt wird. Und das betrifft nicht nur Ripple und Hedera, sondern sogar die Algorand Foundation. Auch die hat ihren ganz eigenen Eintrag im World Economic Forum. Es gibt noch einige weitere, die dort hinterlegt sind, aber das vielleicht nur mal am Rande, bevor wir jetzt auf das Interview von Ripple zu sprechen kommen. Sehr, sehr krass, Freunde. Also habt auch die Augen auf die anderen ISO-Coins. Guckt euch XDC, XLM, Quant, Algorand, Hedera Hashgraph, aber auch zum Beispiel IOTA genau an, denn auch die haben eine krasse Connection zum WEF. So, jetzt genug an ISO-Coin-Update. Lasst uns reinstarten ins Interview. Sehr spannend. 14 Minuten geht's und bin selbst sehr gespannt, was die erzählen, denn ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht ganz gesehen. Let's go! And it certainly didn't sound like the SEC or the chair Gary Gensler changed their tone. Even after the approval of the Bitcoin ETF, there was a statement. Gary Gensler said he didn't endorse Bitcoin. He still called most other crypto assets securities. Is this posturing, or do you think there's a chance the SEC has changed its stance? There's an expression about, one of the definitions of insanity is doing the same thing over and over again and not expecting a different outcome. I think Gary Gensler is doing the same thing over and over again, and it thinks that somehow he's going to win in court. He has continued to lose in court. I do think the chair of the SEC, Gary Gensler, has become a political liability in the United States. And I think he's not acting in the best interest of the citizenry. He's not acting in the best interest of the long-term growth of the economy. I don't understand it. And I think at some point, there will be a new chair of the SEC, and I think that'll be a good thing for the American people. Wow, okay. Also er kritisiert hier gleich zu Beginn nochmal Gary Gensler und sagt, Gary macht die ganze Zeit den gleichen Fehler, er ändert nichts an seiner Strategie, er macht einfach weiter mit dem, was er macht und nimmt keine Rücksicht auf Verluste, er schadet der Wirtschaft, er schadet dem ganzen Land
und dementsprechend verliert er auch so häufig vor Gericht. Auf der anderen Seite denkt er, dass wenn ein neuer Chair kommt, also ein neuer Vorsitzender, dass das Ganze dann in eine bessere Richtung gehen kann für das amerikanische Volk. There were a couple of interesting things after that Bitcoin ETF was approved in that statement. One, and I paraphrase here, was effectively Gary Gensler saying, just because we allow the Bitcoin ETF, don't think we're now going to allow a bunch of other crypto assets. The second interesting thing was the price of Ether skyrocketed immediately after, on hopes that there could now next be an ETH ETF. What are the chances of that? I think it's a certainty. This year? I'm not going to put a horizon on the time, but I think there will be other ETFs for sure. An XRP one? There will be other ETFs for sure. Okay, jetzt wird's spannend. Er hat nämlich gar gesagt, pass auf, wir haben es mitbekommen. Ethereum ist direkt mitperformt, als Bitcoin abgegangen ist. Und glaubst du, dass da auch andere ETFs kommen? Und jetzt fragt der Moderator natürlich so frech, wie es nur geht, wie im Intro schon gesehen, wie sieht's mit einem XRP-ETF aus? Sure. But an XRP one? I love this game we play. Look, I am very... That's fine. But look, the sad part of that reality is we have a Bitcoin ETF only because a U.S. court said to the SEC, you're being arbitrary and capricious in your application of the law. What would be sad is if every ETF had to go through that same journey and for Gary Gensler to get smacked down by the U.S. court system again. That might be necessary, but again, at some point, I think Gary Gensler won't be the chair of the SEC, and that'll be a good thing for the American people. Okay, er haut nochmal einen raus gegen Gary, ja, sagt wieder einmal, dass er davon ausgeht, dass Gary nicht mehr lange bleibt und er bezeichnet diesen Bitcoin-ETF eher so als Willkür als dass es, und launisch, als dass es irgendwie wirklich Hand und Fuß hätte. Er sagt gut, dass es nicht immer so ist bei jedem ETF, dass davon Gary so entschieden werden muss. Ich habe mal kurz ein Stück weit übersprungen, also die reden gerade über das Thema Stablecoins. Er sagt, er geht davon aus, dass in diesem Jahr auf jeden Fall im Bereich Stablecoins regulatorische Klarheit kommen wird. Wann, will er nicht sagen, er kann keine Zeitfenster sagen, weder für den nächsten ETF noch für sonstige Themen, will er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber er sagt auf jeden Fall, er geht davon aus, dass mit Mika und den ganzen Verordnungen unter anderem eben Stablecoins reguliert werden, weil sie doch sehr viel Mehrwert gebracht haben für die Branche, für die Investoren. Und guckt euch mal bitte die Stiefel zu dem Anzug an. Auch nicht schlecht, oder? It'll be interesting as that comes to fruition. You know, the two primary, obviously USDT and USDC, I think they are, here to stay, and I think you're going to see other entrants in that market too. You said before that the US risks losing some of the leadership around this industry, that other countries have taken a lead. Okay, ich habe hier auch nochmal einen Ticken vorgespult. Also er sagt zum einen wieder einmal, dass er möchte, dass der Vorstand ausgetauscht wird bei der SEC, denn momentan ist es nicht so, dass das Ausland Amerika überholt hätte, aber sie sind mitten dabei. Und er geht davon aus, wenn erstmal in Europa und anderen Staaten Regulierungen getroffen werden, also die Gerichte und die Regierungen gemeinsam Lösungen finden, dann werden die Amerikaner das wahrscheinlich genauso machen. Er sagt auf jeden Fall, es hat einen positiven Aspekt, wenn in anderen Ländern eben Regulierungen kommen, denn dann ist Amerika noch eher unter a lawsuit in December of 2020, so just over 3 years ago, against me, against Chris Larson, and against Ripple. The case against Chris and Brad, myself, have been dismissed entirely with prejudice, meaning they can't ever bring it back. And the case against Ripple, they lost on everything they cared about. I mean, their primary tenet was that XRP is a security. And in the Judge Torres's opinion, what she wrote is, XRP is, in and of itself, not a security. So I feel very good about that. The SEC then asked for approval to appeal that decision, and that was denied. So, I mean, like, the SEC has lost consistently in this case. There is a piece of the case that continues around institutional sales, because investment contracts, where Ripple sold XRP to institutions who wanted to speculate. The irony there is, again, the SEC's, one of their missions is to protect investors. How many of our institutional XRP sales did they lose money? None. Also erstmal wird er gefragt, wie sieht's aus mit dem Gerichtsprozess, was ist denn jetzt Sache? Gibt's da schon irgendwie nähere Infos, wann das Ganze zu Ende sein kann? Brad sagt da mit ziemlich breiter Brust, eigentlich ist alles entschieden, was wir wollten. Die haben Brad und Chris, also mich und Chris, wir wollten sie an den Pranger stellen, haben sie nicht geschafft. Das wurde fallen gelassen und das können sie auch nie wieder aufrollen. Das Zweite, was sie erreichen wollten, war, dass XRP ein Wertpapier ist. Da ist bereits für alle auf dem zweiten Markt das Ganze geklärt. Also für uns alle ist es ganz klar kein Wertpapier. Die, auf die sich die SEC jetzt stürzt, nämlich die Investitionsverträge mit Ripple geschlossen haben und die dann eventuell nicht ganz koscher waren, die haben aber alle durch die Bank wert. Keiner von denen hat Minus gemacht. Ja? Also jeder von denen ist im Plus. Das heißt, wen will die SEC hier schützen? Die Investoren, also uns braucht sie nicht schützen, denn es ist ja kein Wertpapier. Und die Investoren, die damals investiert haben, sind alle durch die Bank weg. 100%, alle sind im Plus. Demnach, wen genau wollen sie da schützen? What are we arguing about? What are we, anyway, so look, that will proceed through the court system for a little bit longer. But I feel very good about where we are. And I frankly really pleased for the whole XRP ecosystem. And the whole crypto market benefited immensely from that legal win. Er findet übrigens diese Interviews ziemlich geiler in Davos. Also der Moderator, er fragt auch immer sehr gezielte Fragen, also wirklich Fragen, die uns alle interessieren. Nicht diese ganzen weichgespülten Fragen, sondern er kommt direkt zum Punkt, wie sieht's aus, was ist dieses Jahr geplant, erzähl, wie sieht's auch mit Gerichtsprozess. Sehr, sehr geil. Well, a couple things come to mind there. Obviously, our core product around Ripple Payments has continued to grow. And that's something we'll continue to invest in. More payout markets around the world.
We, through an acquisition, entered the custody market in 2023. Certainly a lot of our investment, our incremental new investment in 2024 will be investing in the custody business. Also für dieses Jahr ist zum einen das Ausweiten des eigenen Zahlungsnetzwerks geplant, wobei das läuft alles ganz gut. Aber gleichzeitig möchte er dieses Jahr wahrscheinlich auch die eine oder andere Übernahme nochmal machen. Also man will weiter in sich größer werden. Und der Grund, warum er eben Akquisitionen in Betracht zieht, ist einfach, dass die Unternehmen nicht mehr ganz so brutal bewertet sind wie noch vor einiger Zeit. Und das wollen sie, oder diese Chance wollen sie halt nutzen. We started with payments and financial institutions. We've moved into custody. A lot of overlap with those same financial institutions. But we're going to expand with that same thematic of infrastructure, enterprise-based. It served us well. Jetzt kommen Sie auf dieses Thema IPO zu sprechen. Jetzt wird's spannend, Freunde. Why would we want to subject ourselves to an SEC that is openly hostile to this industry? So in terms of an IPO, an exit of some sort, is that sort of parked to the side at this point? Yeah, I mean, or are you I don't looking think elsewhere, I, outside the US for a listing? I mean, yes to all of those. Okay. I don't think about an IPO as an exit. I think about an IPO as a step in the journey. Er sagt auf jeden Fall, dass der Ripple IPO in Amerika erstmal wahrscheinlich wenig realistisch ist, weil die SEC sehr feindselig ist. Man sieht es auch bei Coinbase, auch da gab es immer mal wieder Differenzen, obwohl es denn genehmigt wurde, werden die jetzt trotzdem eingeladen und müssen sich vor der SEC rechtfertigen. Er sagt, diese Feindseligkeit gegen Krypto, das wird sich auch so schnell nicht legen. Von daher glaubt er eher nicht daran, dass es sehr kurzfristig passiert. Im Ausland, da guckt er natürlich links und rechts, aber er sagt ganz klar, der Grund, warum viele Unternehmen an die Börse gehen, ist, dass sie eben Aktien verkaufen wollen, um liquide zu werden, um irgendwie Geld reinzubekommen, ja, um damit arbeiten zu können. Ripple hat diese Problematik nicht. Das heißt, Ripple braucht nicht unbedingt das Geld anderer. Sie haben selber ziemlich viel. Und dementsprechend ist es Ripple nicht ganz so eilig, an die Börse zu kommen, weil es eben nicht brennt. Well, last year was an interesting space with the, in the tech world more broadly. There were a lot of secondaries, buybacks, but very few IPOs. The market wasn't obviously very great for them. So I guess it's also how the broader markets play out as well. For sure, that's part of it. And not just the public markets, but also the crypto markets. Yeah. And, I think Coinbase's stock is in a much stronger position now than it was a year ago, but obviously well off its highs from 3 years ago when it went public. So it's just not a huge priority. We have a lot of capital, very strong balance sheet. We can continue to play offense through an acquisition point of view, invest in the business. As we started this conversation, I'm very optimistic about the crypto market in 2024 because of those things around putting compliance first, right? Making sure we focused on solving real problems for customers and not just the speculative cycle. I think we'll put the whole industry in a really good trajectory. Okay, er sagt hier auch nochmal, 2024 wird geil sein. Auch nochmal, dass er darauf hofft, dass es vielleicht mal endlich zum Anwendungsbullrun kommt, beziehungsweise mehr die Anwendungen im Vordergrund stehen, statt dieser ganzen Spekulationszyklen. Aber wir wissen alle, Freunde, es ist sehr wahrscheinlich, dass auch der nächste Bullrun größtenteils von Spekulation geprägt ist. Bringt ja auch am meisten unterm Strich. Ich meine, die allermeisten Gains machen viele Leute mit den Altcoins, die dann eben für einen Moment richtig krass FOMO ernten. Trotzdem langfristig gesehen glaube ich auch, dass Lösungen deutlich wichtiger werden, als einfach nur irgendwelche kurzweiligen News oder kurzweilige Ereignisse, sondern wirklich, wer zieht es langfristig durch, so ähnlich wie Unternehmen halt arbeiten, Aktien arbeiten. Ich denke, das wird auf jeden Fall kommen. Der Moderator fragt auch nochmal, wie sieht's aus? Glaubst du, dass die kleinen Investoren etwas vorsichtiger sein sollten, nachdem im letzten Kryptowinter ja so viel passiert ist, FTX-Pleite, einige Banken pleiten und so weiter? Glaubst du, dass es dieses Jahr ratsam wäre, dass sie vorsichtig sind? Er sagt natürlich, aber er sagt ganz ehrlich, ich sehe das Ganze wie die Dotcom-Geschichte. 99, 2000 gab es richtig krasse Hypes, dann gab es diesen Dotcom-Crash und ja, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, aber jetzt, mehrere Jahrzehnte später, sehen wir, dass Unternehmen wie Alphabet, also Google, dass die eben damals ihren Ursprung hatten und dass es eben Zeit gebraucht hat, aber sich das definitiv gelohnt hat. Und ich sehe es ganz genauso. Er sagt, ihr müsst das Ganze auf einem sehr langen Zeithorizont sehen, also wirklich langfristig sehen, wie der Markt sich entwickelt. Und dann nochmal kurz das Beispiel mit Bitcoin, dass Bitcoin wieder knapp vor seinem Allzeithoch steht, das hätten auch viele nicht gedacht vor ein paar Monaten. Also von daher ist er zuversichtlich, was dieses Jahr betrifft. Right, just as we wrap up, I was walking down the promenade yesterday and crypto has been displaced by AI as the cool kid on the block. How do you feel about that? I'm thrilled. You're thrilled. Why? Look, I think that it's good that crypto is boring now, right? Abschließend sagt der Moderator nochmal, gestern, als ich über die Promenade gegangen bin, war überall KI nur das Thema. Alle Leute waren verrückt nach KI. Krypto und Blockchain sind gar nicht mehr so interessant. Ist schon langweilig geworden. Wie siehst du das? Brad sagt, ja, definitiv sehe ich genauso. Ich feiere das Ganze. KI hat auf jeden Fall seine Zeit. Die werden auch nochmal richtig Gas geben. Aber er sagt, die Business Models sind noch nicht so ganz klar. Wie wird da jetzt Geld mit verdient und wie schlüsselt sich das Ganze auf? Da müssen wir nochmal ein bisschen Geduld mitbringen. Aber sieht auf jeden Fall auch hier den Mehrwert. Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen, Freunde. Also, er möchte, dass Gary Gensler im Idealfall geht, dass also eine etwas konstruktivere Führung bei der SEC irgendwie Platz nimmt. Zusätzlich sagt er, dass Ripple erstmal die IPO-Pläne stoppt, beziehungsweise er ist überhaupt nicht eilig, hat gerade im US-Markt doch sehr schwierig mit der feindseligen SEC. Im Ausland durchaus interessant, aber auch da braucht man jetzt nicht unbedingt das Geld, weil man eigentlich genug Geld hat. Man muss jetzt also nicht auf Biegen und Brechen irgendwie Aktien rausschleudern. Ja, ansonsten ist er zuversichtlich für 2024. Ripple wächst weiter. Er will nicht so ganz damit rausrücken, was für weitere Kerngeschäfte Ripple noch so im Kopf hat. Ich glaube, es wird das Thema Tokenisierung sein, Freunde.
Freunde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten hörte sich meiner Meinung nach alles ziemlich positiv an. Die SEC-Geschichte sei größtenteils vom Tisch. Es geht jetzt nur noch um die institutionellen Investoren, die angeblich geschützt werden sollen von der SEC. Aber jeder von denen, die sie schützen wollen, hat Profit gemacht mit diesen Ripple-Wertpapieren, wenn es dann so käme. Also alles in allem hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Jahr noch so wird. Insbesondere auch, wie Hedera und Algorand performen. Ja, Freunde, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Dinge habt, die interessant sind aus Davos oder sonstige ISO-News für mich, dann gerne mal in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich mache mir jetzt noch mal einen Tee, ruhe mich ein bisschen aus, wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!